Mir gefällt der Ratsbeschluss sehr gut und auch der Elternschaft der TFG. Und zwar haben wir nun die Möglichkeit für ein neues Schulgebäude, was den Kindern eine gesicherte Zukunft bietet. Ich favorisiere einen neuen Standort und zwar einen größeren, weil der alte Standort 1 Hektar zu klein ist und dadurch brauchen wir einen größeren. Wo dieser Standort letztendlich sein wird, wird sich noch entscheiden. Also wir als Schulpflegschaft sind ja seit 5 Jahren aktiv hier schon und möchten natürlich auch der Schule weiterhin unsere Unterstützung anbieten und auch mit allen, die in der Schulgemeinde sind, zusammenarbeiten und hoffen natürlich auch, dass wir dann mit einem neuen Gebäude da noch mehr Unterstützung machen können. Aber es liegt jetzt nicht nur am Gebäude. Wir arbeiten als Schulpflegschaft ganz eng mit der Lehrerschaft und auch mit den Schülern zusammen und freuen uns, dass wir jetzt einen weiteren Schritt in die richtige Richtung gehen. Wir hoffen, dass es relativ schnell geht nach dem positiven Ratsbeschluss, dass jetzt die nächsten Schritte weiter vorangetrieben werden und dass die Grundstücksfindung relativ zügig jetzt über die Bühne geht und danach dann die weiteren Schritte eingeleitet werden. Und wir hoffen mal, dass es in absehbarer Zeit ist und dass wir das als Elternschaft auch noch miterleben können. Mein jüngster Sohn kommt in die 5. Klasse jetzt im Sommer und ich hoffe, dass der auf jeden Fall in den Neubau mit einziehen kann. Das ist aus 2 Gründen ja gar nicht möglich, denn die Kinder, die jetzt hier in der 9. Klasse sind, die machen G9. Die Kinder, die jetzt in der 9. Klasse am Gymnasium sind, arbeiten noch nach G8 oder machen nach G8 ihr Abitur. Und dann müssten unsere Kinder ihre 1. Klasse wiederholen, was ja nicht sein müsste, wenn sie hier beschult werden würden. Und wir haben ganz bewusst als Elternschaft auch diese Schulform gewählt und auch ganz bewusst die Theodor-Fleitmann-Gesamtschule angewählt und nicht ein Gymnasium und auch nicht die Gesamtschule am Gänsewinkel.